Und da sind wir wieder mit Raft und den Matrosen. Moin! Leichtmatrosen. Die Leichtseematrosen, ja. Matratzen, was? Matratzen. So. Süppchen habe ich aufgesetzt. Ist uns ein Süppchen eingebrockt? Jo. Saftiges. Saftiges Süppchen. So, ich weiß mal was hier. 600 Meter bis zum nächsten Ziel, sagt er. 600 Meter. Er dürfte nicht mehr weit sein jetzt. Mein Blatt. 400 Meter, wir können Ja. vielleicht schon sehen. Und wir sind Mein Fass. Überlebenstag 16. Alter, der Hai ist ja mega cool. Boah. Leck gehabt. Hat schon lange nichts mehr gegessen, da, deswegen. No. Boom, sechs Blätter direkt. Oh, ich habe noch ein paar Samen abzugeben. Okay. Wo willst du hinhaben? Hier will da keiner deinen Samen haben. Nur nicht ins Gesicht. Nicht? Okay. Nee, nee. Ich wollte doch gerade bauen, was brauche ich denn dafür noch? Planken. Natürlich brauche ich Planken. Was denn sonst? Ja. Wird ja langweilig werden, wenn man was anderes Planken. braucht. Ist doch basic hier, Planken. Hier hast du Planks hinter dir. Wait. Danke. Dann. Kreuz, Wie die ganze Zeit an diesen Kisten dran ist, ne? Und dann so guckt, wo mach ich das hin? Wo mach ich das hin? Oh, hier ist eine leere Kiste. Ich habe uns wieder was Neues gebaut. Wie viel dann hier? Ja, was denn? Falsch. Eine Uhr. Eine Uhr? Wie eine Boah, eine Uhr? Eine Rolex? Standuhr. Da kommt eine Insel. Wie rum ist denn richtig? So rum? Ja, so rum. Ah! Okay. Alles Ah, sorry, Bodo. Alles gut. Nicht gesehen. Alles gut. Ey, wer hat denn das Gerät hier wieder nicht ausgemacht? Ja, Ich du. war gar nicht da dran. Kann sein. Du warst doch als einziger dran. Im Zweifelsfall du. So, jetzt haben wir auch eine Uhr, es ist. Geil. Endlich wissen wir, wie spät es ist. Die Uhr hat nur einen Nicht Zeiger. so. Ich hoffe mal dann, dass es 19:30 Kurz vorm Dicken. Zeit zum Kacken. Oh ja. Oh ja. Da kommt noch echt was Fettes. Was ist das denn? Heimat, das ist Der unser Hai greift Heim. was an. Ja, ich habe Wo? keinen Speer, ihr müsst hier Wo mal denn? Wo hinkommen denn? in Wo die denn? Ecke. Er Hier ist zu hinten. spät. Sorry. Den gar nicht gehört, ich bin das so leise. Junge, Bodyron-Speer. Aber ich habe einen Dann Speer mache über, ich da mach ich. jetzt, aber ich Warte, hatte warte, jetzt warte, gerade ich hab einen über, wo bist du? einen guten. Jo, komm her. Ich habe einen gefunden. Hä? Nee, ist ein Arrow, scheiße, sorry. Ein Warte Arrow. mal, warte mal, warte mal, oder habe ich den hier schon Ich habe reingetan? alles Nee, ist hier dafür. in der Kiste, ist einer. In der Kiste ist einer. In der äußersten. Oder nicht? Ja, genau. Ja, sogar beides drin Jo, ein. ich habe beide reingemacht, ja. Weil ich hatte einen guten und dann habe ich halt den noch gefunden. Meiner ist zwar Alter, schon zieht ein euch da bisschen. rein, Jungs. Was geht denn Jo. da ab? Bisschen übertrieben, oder? Das ist ein ganzer Kontinent, den wir da sehen. Perfekt. Sind wir gar nicht mehr weg. Ja, unsere Heimat, Jungs, wir haben sie erreicht. Ist das Spiel zu Ende, wenn wir da sind? Mongo Island. Mongo Island. Gerade fragen, ob wir einmal rum sind, aber noch nicht. Sitz? Ja, einmal noch nicht einmal rum. Weg, weg, weg. Platz für Loot machen. Irgendwo Rope? War noch irgendwo Rope? Vier Rope sind hier eine äußerste. Rope. Ansonsten sind da Palmblätter ohne Ende, oder? Jo, nehme ich mir auch. Einen von der Palme wedeln. Denn was kommt dann? Da Dann kommt kommt er, der Insel. Kann ich nämlich Collector hier hinten machen, damit wir nicht immer reinfallen. Dann ist das da. Ja, Mann. Warum ist auch fertig, oder? Nee, noch nicht. Ah, okay, ein bisschen was ist noch.
Ist das ein Schiff? Oh, das ist eine Yacht. Ja. Geil. Geilo. Wir haben ein neues Schiff, Jungs. Ja, schön, jetzt gerade das hier noch verbessert und jetzt brauchen wir es nicht mehr. Top. Richtig gut. Ah, die Angel behalte ich mal. Brauchst du einen Steinfall? Ja, ne? Hier, Budo. Ich droppe dir den. Vielen Dank. Anker setzen, Jungs, nicht vergessen. Ja, noch nicht. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Ich wusste, dass er runterfällt. Wir fallen mir gesprungen. Hallo? Anker? Achso? Ich bringe Wasser mit. Ich bin bei Drunner, der Kollege. Da kommt man gar nicht drauf. Natürlich kommt man da drauf. Echt? Okay. Egal, ich bin an Bord. Was ist los? Ich finde jetzt den ganzen Shit. Lass den Bruder lieber was finden. Alles gut. Cool, der Scrap liegt ja einfach das mal so. Ich mehr als genug drin. Ich glaube auch. Oh ja, hier ist eine Note. Wo seid ihr denn hin? Ich bin auf dem Schiff. Ich bin direkt unten reingelaufen ins Schiff. Jo, du bist da bei mir. Oh, hier ist ein Kasten. Ich mach mal was. So. Ich hab ihn benutzt, aber es ist nicht passiert. Oh. Wollen wir denn die Brechstange her? Geil. Was hier alles ist. Noch was gefunden? Vor allem ist hier eine Ratte. Eine Ratte? Erster? Wo? Hinter geil. Dir. Geil. Jo, da hinten. Am Eingang. Ah, die ist tot, okay. Eine fette ja. Ratte. Farmst du die? Jetzt ist sie tot, ja. Hab ich. Ja, sorry, dass ich looten gehe. Mal diese lootgeilen Leute, die Gegner da ja. Sehen. Oh, wir brauchen einen Seitenschneider hier, einen Boltcutter. Boltcutter, okay. Jo, den müssen wir wahrscheinlich auch hier irgendwo finden. Oh, ich habe ein Rezept gefunden, Shark Dinner. Wir brauchen einen blauen Schlüssel. Blauer Schlüssel. Wer hat denn eine Lampe von euch? Hat eine Stirnlampe? Ja, der Bruder. Ja. Geil, Alter. Der Helm. Den konnten wir aber erst einmal machen bisher. Ah, okay. Hier ist ein roter Schlüssel. Ah, okay, dann. Sehr gut. Brauchen wir bestimmt hier hinten. Alter, wie viel Plastik ist denn hier? Oh, das Buch. Und noch eine Kassette. Das kann man einfach so aufnehmen. Jo. Ja, hier brauchen wir den roten Schlüssel. Nice. Mechanisches Teil. Oh, ja. Mal gesnackt. Ah, hier ist ein Bolzenschneider. Den haben wir ja eigentlich. Ach nee, Bolzenschneider brauchen wir noch, ne? Jo, aber wir brauchen 5 mechanische Teile. Mechanical Parts brauchen wir anscheinend. Okay, dann lass doch mal. Ja, okay. Wait, ich drop mal hier die Sachen, die ich habe. Nicht, dass das. Oder sammeln wir das? Hä, ich habe das gar nicht im Inventar. Das ist irgendwie Quest. Das hat wohl. Ja, das hat wohl jeder. Ja, unter T steht das. Wir haben Bolzenschneider, Gastank, mechanisches Teil und Aufnahmegerät. Jetzt wird trotzdem noch der blaue Schlüssel, oder? Für die ja, aber wir können jetzt den Schrank da hinten auf jeden Fall aufmachen, weil wir. Ja, stimmt. Perfekt, da sind schon Mechanical Parts drin. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, schöner Mann. Schöner Fisch. Warte, was steht denn hier drauf? Stairs. Wo müssen ja auch Treppen sein. Jo. Wahrscheinlich da, wo die Tür zu ist. Ach ne, zwei blaue Schlüssel. Mach auf den Shit. Ja, ja das Mann, ist der blaue. Und eine Kassette war auch. Wait, drin. Eine neue Notiz. Lass die erstmal vorlesen. Ja, dann lies vor. Wait, wir haben zwei neue. Hörte mal, hier sind so viele neue Notizen. Welche sind davon neu, welche nicht? Ich habe 4 alles, Stück. Alles aus Wasagatan, oder? Würde ich sagen, ja. Okay. Ah, guck mal, links sind jetzt Dings. Ich weiß nicht, wo wir. Weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Propeller macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti. Alter, schalt das doch nicht um. Matti hat den Motor geflutet. Nein, ich habe was gefunden, deswegen. Signer hat die Signalfackeln abgebrannt und Philipp hat Musik gemacht, so laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe das gleich als erstes heute Abend von Bord. Vielleicht wird die Strömung es schaffen. Wer auch immer du bist, finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeichnet. Ich hoffe, es hilft. Transkribiert. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dieser Bastard wird das wahrscheinlich überleben. Jens, uns ist fast das Essen ausgegangen. Die Hälfte der Crews auf den Rettungsbooten dieses Miststück sinkt. Und du redest immer noch von der Ratte. Das ist nicht natürlich, weißt du? Dieses Wesen fraß eine halbe Schachtel Rattengift und kroch trotzdem die Schächte hinauf ins Steuerhaus. Das Gift hätte ausgehen können.
Und was ist, als Olof auf sie schoss? Ich sah, wie die Kugel so hart traf, dass sie einen Salto machte. Vielleicht war es eine Täuschung. Gut, aber was ist mit der Zeit, als Karl es in einem Eimer ertränkte, du Klugscheiße? Eine andere Ratte? Es gibt noch eine andere Ratte? Transkribiert. Versorgungslogbuch Tag. Gott, wen interessiert das schon? Das Fleisch ist fast aufgebraucht und wir sind auf das Gemüse angewiesen. Wir können es wahrscheinlich nur für einen weiteren Monat ausdehnen, solange unser Gastgeber zustimmt, noch mehr zu rationieren. Seltsam, wie Olof seinen Bauch behalten hat. Oh Gott, das muss der letzte fette Mann der Welt sein. Was zum Teufel machst du da, Jens? Suchst du nach deiner verdammten Ratte? Halt dich zum Teufel noch einmal von meinen Gaskrankstern, hörst du? Ich gehe, lass deine Unterhosen nicht verknoten. Ja, ich habe nicht mal das Versteck deiner Freundin befummelt. Ich werde dich an mein Knie brechen, das werde ich tun. Es sei denn, du verschwindest. Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen hier erhöhen. Kaspar, die Lüftungsanlage ist kaputt und der Ersatzgenerator für den Kühlschrank hat gerade den Geist aufgegeben. Die Kabel sind größtenteils ausgebrannt, sodass du dich schnell bewegen musst, bevor wir nur noch Büchsenfutter sind. Sieht aus, als hätten wir einen Rattenbefall an den Händen. Aber um Himmels Willen, sag es Jens nicht. Oscar, PS. Außerdem kennen wir das Versteck, in dem du Karin unterbringst. Vielleicht musst du sie rausholen, bevor wir es müssen. Das wäre das Richtige, was du tun solltest. Ist das eingeschaltet? Basta, das ist besser eingeschaltet. Ich habe das schon dreimal versucht. Captain, es tut mir wieder leid. Aber seien wir ehrlich, ihr Fieber sieht nicht so aus, als würden sie es sinken. Würde es sinken. Du hattest recht, wir gingen blind raus. Mit nichts als einer halbherzigen Speisekammer und keinem Arzt. Ich glaube nicht, dass es für uns eine Möglichkeit gibt, das zu überstehen. Olof, so glaube ich, weiß es auch. Er hat sein Gewicht bewegt, an deiner Waffe aus dem Safe herumgefummelt. Was? Ich frage mich, ob er weiß, dass wir die Kugeln herausgenommen haben. Ich beobachte, wie alle aus den Fugen geraten, gezwungen mit Kaspers Haferschleim auszukommen und ich weiß jetzt, wie sehr wir dich gebraucht haben. Ich bin nicht wortgewandt, aber da bist du, du quietschendes kleines Nagetier. Komm her, du kleines... Oder? Dreh auf. Mein Name ist Olof Wikström. Was? Wikström? wer auch immer das hört, das ist mein letzter Wille und Testament. Ich gebe zu, dass ich weggelaufen bin und meine Wähler und das Projekt Reformation im Stich gelassen habe. Vielleicht hätte die Welt nicht ertrinken müssen, aber andererseits war ich nur ein Mann. Welchen Unterschied hätte ich machen können? Das Schiff ist startklar, Olof. Ich verlasse dieses Schiff und die Männer nur aus Not und nicht aus Feigheit. Die Krankheit des Captains nahm uns den Schein der Kontrolle, ließ uns treiben. Der Motor erstickt. Dann repariere ihn. War ich? Vielleicht finden wir andere an einem trockeneren Ort, weiter südlich. Vielleicht werden uns diese arktischen Zufluchtsstätten aufnehmen. Sie können Männer wie mich brauchen, auch jetzt noch. Die Benzinleitung ist unterbrochen. Vielleicht werden wir dieses neue Zeitalter begrüßen. Was meinst du mit unterbrochen? Eher wie zerkaut. Sohn eines. Olof nimmt das... Nimmt das verdammte Rettungsboot, schnappt ihn euch. Da steht doch Olof und nicht Olaf. Ne, da steht wirklich Olof. So. Wo seid ihr jetzt hingelaufen? Ich bin oben. Also ich komme nur da. Wenn du eine Treppe hochgehst, da ist ein Safe. Da brauchen wir einen vierstelligen Code. Den wir noch nicht gefunden haben. Du hast es ja fast. Und ich muss seid ihr einen rauf oder zwei da rauf? Da ist eine Schlüsselkarte. Ich habe eine Keycard gefunden. Einen drauf, nur. Hier, wo ich bin, safe. Wo ich gerade war, braucht man eine grüne Keykarte. Ich muss aber zum Floß zurück, weil ich... Oh, Essen und Trinken, ne? Ja. Ich hab was. Trinken habe ich auch, aber Essen... Ich hab Trinken nicht. Oh fuck, ist noch eine Ratte. Essen habe ich dabei, aber Trinken nicht. Ja, dann sollten wir das erste Geschoss doch mal leer looten, dann wissen wir wenigstens, wie weit wir waren. Dann müssen wir nicht alles doppelt langlaufen, oder? Schon passiert. Schon passiert. Brauche ich da nicht mehr durchgehen und nachgucken, ob ihr was übersehen habt? Ich hab jetzt erzählt. Ich hab einen grünen Key gefunden, Jungs. Alter, hier ist aber eine Ratte. Wir waren nämlich eine Ratte und da ist ein richtiges Büro. Das sah aus wie ein Säbel, was ich gefunden habe, aber das war anscheinend. Alter. Oh, das war aber hart. Wie habt ihr denn die Ratte hier übersehen? Ich stelle mal vielleicht noch nicht an der Stelle. Ja. Wir haben einen Safe. Ich habe zwei Ratten gekillt. Im Safe habe ich eine Ratte gekillt, oder? Die Leads spawnen anscheinend. Ja, dann genau. Ich war auch an der Stelle, wo eigentlich Budo war, glaube ich. Dann haben wir alle dieselbe Ratte getötet. Ja, die spawnen wahrscheinlich neu oder so. Ach, drei Stück gekillt. Okay, ich komme jetzt auch zum Boot einmal zurück. Ah, hier ist noch eine Notiz. Wofür brauchst du Essen? Ja, ich habe den Code. Ja. Hol ich den Code, Mann? Vierstelliger Code. Bleib beim Safe, bleib beim Safe. Ich hab. Okay, dann lese ich die neue Notiz vor. Oh Gott, das ist spannend. Wir haben keine neue Notiz. So, ich habe vierstelligen Code gefunden.
Stand so, davor. Aber keine Notiz. Okay. Hier mache ich. Doch, eigentlich schon. Egal. Ja, danke, lieferando.de. Hashtag Werbung. Wo willst du hin? Ich denke, wir gehen zum Safe. Weiß ich nicht, mach. Schöne Ratte. Ja, bei mir. Wo bist du hin? Wo war denn das Safe nochmal? Ja, in der ersten Etage. Und dann hier. Ah, jetzt brauchen wir ihn gar nicht eingeben. Wir können, der geht einfach auf. Geht direkt weiter. Okay, ja. Was hast du da? Elektrische Leitung. Nice. Da bist du. Neue Notiz. Nice. Neue Notiz. Ja, dann gehe ich kurz an die Treppe und dann. Weil ich hatte ja noch was, einen grünen Key habe ich gefunden, da geht's auch noch mal weiter. Oh lol. Neue Notiz. Städte im Blauen. Die Kosten für die Realisierung des Projekts als Grenzkriminalität und den Umfang als zumindest unverschämt bezeichnen. Trotz sehr laut starker Widerstände scheint sich das Projekt der schwimmenden Städte in naher Zukunft nicht zu verlangsamen. Gemäß der neuesten Stellungnahme des Ombudsmanns Olof Wikström zu diesem Thema. Wir sind uns des Ernstes der Situation und der damit verbundenen Belastung für die Menschheit in diesen schwierigen Zeiten voll bewusst. Dennoch, Alter, ich hasse euch. Ich habe eine Notiz gefunden. Dennoch werden unsere Möglichkeiten nach dem Wegfall der Reformation Projekte zunehmend eingeschränkt. Wir müssen uns jetzt entweder alle zusammenraufen oder Stockholm unter den Wellen besuchen. Wir müssen auf die Frage nach den Gerüchten über die Modifizierung seiner persönlichen Yacht antwortete der Herr Ombudsmann Wikström nicht. Um die Satellitenfotos einer weiteren schwimmenden Stadt in der Nähe des Indischen Ozeans weiter voranzutreiben, entschied sich Herr Wikström, das Interview zu beenden. Als wir uns später an eine Quelle wandten, die sich dafür entschieden hat, anonym zu bleiben, konnten wir Folgendes bestätigen. Travelog, 12.8. verließ Soda Thai im Schutz der Nacht. Einer der Männer, Jens, hatte die Ladung bereits aufgebrochen, bevor die Hafenbehörde auftauchte. 14.8. Das Segeln verlief bisher reibungslos. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Olof Schlimmeres getan hatte als nur ein halbes Arschloch. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Olof Schlimmeres getan hat als nur ein halbes Arschloch. Okay, wir müssen das Ufer erreichen und die Vorräte auffüllen. Die Besatzung ist mit Olofs Mädchen zu lieb geworden und der große Mann ist nicht allzu glücklich darüber. Er bat mich zu intervenieren, als ob es mein verdammter Job wäre, sollten wir dieses Ufer erreichen. Noch kein Anzeichen von trockenem Land. Die Pegelstände müssen deutlich höher gestiegen sein als erwartet. Auch keine Antwort über das Funkgerät. Kaspar sagte mir, dass die Früchte so aussehen, als ob sie ausgehen würden und es den Fleischdosen auch nicht allzu gut aussehe. Olof streitet sich wegen Hanne mit einem der Männer. Anscheinend erwischte er ihn beim Versuch, Vorräte von den Frauen zu holen. Der Matrose gab ihm immer noch eine Tracht Prügel. Wir müssen bald landen, unsere Beine vertreten und das ganze Chaos mit der Besatzung wieder in Ordnung bringen. Der letzte Fortschrittsbericht über die Reformation der Terraformation Kapstadtbecken stabilisiert. Erwartete Erträge des Nickenbeckens. Wisst ihr Bescheid? Also, genau. Der Typ, dem die Yacht hier gehört, der hat halt diese schwimmenden Städte gebaut. Hier ist schon mal eine Ratte und ich habe wieder kein Licht. Bin unterwegs. Treff sie auch nicht. Ist nicht gut. Oh, sie kommt. Danke. No problem. Wieso hast du jetzt auch kein Licht mehr? Ist kaputt gegangen, weiß ich auch nicht. Ah, fuck. Wahrscheinlich. Ist ja, aber da oben brauchen wir auf jeden Fall einen Wagenheber und eine Bombe. Jo. Habt ihr hier schon alles gelootet? Um weiterzukommen. Ja, ich glaube schon, Sascha war schon durch. Ich glaube, wir müssen also wir haben den Raum von vorhin und die Dinger bauen wahrscheinlich. Ne? Also im Tagebuch sieht es aus, als wären uns mindestens 2 oder 3 Zettel, die wir hätten finden müssen. Okay, ja. Seid ihr draußen rumgelaufen? Oh, ja, ich bin im Wasser. Oh, fuck, hier ist ein Hai. Nee, draußen auf dem Schiff meine ich. Ja, bin ja auch rumgelaufen. Ich bin draußen am Wasser und da gibt's auch nicht. Wir hatten ja ganz am Anfang so einen Tisch, wo wir Sachen hätten bauen können. Genau, da müssen wir da dabei. Weil wir haben inzwischen genug Mechanical Parts. Ja, haben wir. Da ist schon wieder so eine Ratte. Komm her. Ich musste kurz zurück, weil ich so viel Loot. Ja. Kennst du, wa? Kenn ich gut. Kenn ich. Weil 3 Millionen Rezepte vor allen Dingen. Können wir die Bäume hier abfahren? Habe ich mir auch gerade gefragt, deswegen bin ich da gerade hingesprungen. Nee, geht nicht, hier war ja auch schon. What? No, man. Ja, das ist ein bisschen dumm, oder?
Weil die sehen halt richtig gut aus, als würden es voll viel geben, aber... Ja, richtig juicy, als würden die ja, genau. 8000 Planken geben. Oh, noch ein Rezept, Alter. Wohin mit den ganzen Rezepten? Oh, bald eine zweite Küche. Aber jetzt mal zum Glück safe vom Hai. Ich habe auch was Neues gefunden. Von Silber eigentlich. Wobei hier weiß ich nicht, eigentlich. Wo ich da bin. Hier könnte der kommen. Ja, wir haben ja ein, zwei Sachen gefunden. Hast du die schon mal in den Links gepackt, in den Forschungstisch? Stimmt, da kann ich mal gucken. Achso, ich habe hier auch Silberalgen jetzt. Genau. Sag ach, hast du auch, ne? Ja, dann pack mal rein. Alter, hier ist schon wieder eine Ratte. Pack mal rein. Ich bin da, Junge. Pack mal rein. Nee, geht aber noch nicht. Explosive Powder. Leder brauchen, ja. Am nächsten dran sind wir eigentlich an dem Bienenstock, aber dafür bräuchten wir ein Glas mit Bienen. Bee Jar. Ein Bienenglas. Okay. Glas mit Bienen. Oder nicht hier links? Ja, hier vorne links. Achso, kann ich oben in den Slot reinziehen und was kaputt machen, um es zu lernen, oder? Gemacht. Wagenheber, nice. Und eine Bombe. Da können einfach alles lernen. Gut, dann die Bombe brauchen wir. Wagenheber und Bombe oben. Um oben weiterzukommen. Komm mit. Ach, mach ich schon vor mir. Komm mit. Komm mit mir hoch. Ins Abenteuerland. Jetzt wäre so ein Fangnetz geil, so eine Ratte fangen oder so. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Eine Bombe im Arsch schieben und explodieren. Aber hier ist wieder eine. Hab ich auch gedacht. Ich treffe den nicht. So, ganz oft. Ich weiß nicht, warum nicht. So. Warte. Okay. Ich hab Pfeile. Warte mal, Bulo, hier. Moin, Ratte. Mach das schon, Junge. Warte, ich droppe mal auch das Fleisch. Du sammelst das ja eh hier. Da brauchen wir den Wagenheber hinter dir. Hier? Ja. Fleisch, schreien wir hier rein. Alter, mega geil, wie den Wagen. Alter, magischer Wagenheber. Du bist von A Way Out, oder? Du bist ein Zauberer, Junge. Kiste. Glasbolzen, Shot. Ich lese mal wieder den Notiz vor. Das kannst du am besten. 26.09. Hanne kam mitten in der Nacht zu mir. Sie war einige Zeit hier. Sie wusste genau, was sie sagen musste, um mich auf ihre Seite zu bringen, genau wie die Frau eines Matrosen. Es gefiel mir nicht, als ich darüber nachdachte. Die Frauen wissen, dass Olof die Kontrolle über die Männer und das Schiff verliert. Schnell. 3.10. Dieser Mistkerl Olof konnte nicht mal eine verdammte Tetanus-Impfung entbehren. Verdammt nochmal. Kaspar, du und deine scheiß Messer. Wenn ich das überstehe, werde ich dich in Haifischfutter verwandeln. Das schwöre ich bei Gott. 12.10. Ich kann das Essen nicht unten halten. Das Wasser tut weh. Wenn ich reingehe, Kaspar hat Geschäfte gemacht. Ja, Kaspar hat Geschäfte gemacht, sogar in der Brick. Lockjaw schlug mich, als ich die Männer unterdrückte, bevor sie beschlossen, Olof über Bord zu werfen. Kein Weg für einen Mann, um zu sterben. 15.10. Das Fieber steigt stetig an. Es fühlt sich an, als würde ich brennen. Das Schiff driftet, das weiß ich genau. Niemand auf ihm, der es steuern kann. Wenn ich die Augen schließe, träume ich, dass ich wieder in Stockholm bin mit Per. Wir schwimmen wie Fische durch die Straßen und flitzen durch die zerbrochenen Schaufensterfronten hinein und heraus. Es wird kalt, dunkel, das Fieber sinkt. Wo ist Hanne? Fertig? Komm zu mir. Ich komme. Was wird zu essen noch mit? Nope. Bloß Fleisch nur. Ich bring euch eine Suppe mit gleich. Ganz hoch. Hier, Bombe. Reicht das? Okay. Oh, frohes Looten. Like Fireworks. Oh, Kartoffeln gefunden. Ist ein nice. Hinweis, den kannst du aufheben, wenn du willst. Noch ein Hinweis. Pilzomelett habe ich auch gefunden. Und ein Lenkrad. Alter, wie viele Hinweise? Laufpausen, Motor und Lenkrad. Nice. Kassette. Und Hinweise. Es gibt immer noch trockene Stellen. Halt die Klappe, Matti, das hilft niemandem. Verdammt, wie schaltet man das Ding aus? Du hältst die Klappe, ich habe sie gesehen. Es gab Pläne, Mann. Nur Pläne, Nachbildungen, nichts. Wie kann man hier überhaupt an einen trockenen Ort laufen, Mann? Die Welt ist ertrunken, um Himmels Willen.
Nicht hier, hier, weiter südlich. Orte, an denen es noch Land gibt, unter dem Eis, Antarktis, all das. Sie machten diese Orte vor dem Ende. Sie versteckten sich, während die Armen ertranken. Mann, du redest nur Scheiße. Nein, Mann, ich sage es dir, da war dieser Typ, sah chinesisch aus. Ich fand ihn mitten im Nirgendwo treiben. Er sah aus, als wäre er wochenlang auf See gewesen, schaffte es kaum zwei Worte aneinander zu reihen, bevor er den Geist aufgab. Er sagte, es gäbe noch drei Orte im Süden, die von Fusionsreaktoren angetrieben werden. Wir können dorthin gehen. Man steuert dieses Ding nach Süden. Hey, kommt dieser Felsen näher oder... Nein, 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 nein. Und Ruhm, ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Ich dachte, die Welt würde untergehen. Du hast es nie gesagt, aber das hast du auch gedacht. Vielleicht hast du dich sogar darauf gefreut. Vielleicht bist du deshalb so stark geblieben. Aber das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nie dein Geheimnis verraten. Und ich würde schon sehen, wie du weiter in dir selbst verschwindest, wenn die Welt untergeht. Ich sah, wie die Welt mit dir unterging, Ruhm. Und das war zu viel für mich. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Das weiß ich jetzt. Wilkström. Oh, ich lese die ganze Zeit Wilkström, ne? Er heißt Wilkström. Keine Ahnung. Und auch keiner dieser armen Narren hatte es. Nachdem der Kapitän gegangen war, drifteten sie einfach ziellos umher. Ich habe ein vorbeifahrendes Schiff aufgegriffen und ihre Lebensmittel gestohlen. Es dauerte zwei Wochen, bis es ausging, um sie aufeinander losgingen. Wir sitzen an einem Berggipfel fest, inmitten des großen, endlosen Blaus. Nur wenige von uns. Wir haben Hunger und Angst, aber wir können nicht hierbleiben. Wir gehen weiter. Gehen so weit nach Süden, wie wir nur können. Matti sagt, dass es da unten trockene Orte gibt. Suche mich, wenn du kannst. Du wirst es nicht glauben, aber ich liebe dich, Hanne. Die Tanne? Vor der Lichtwart. Und hier ist auch noch ein Hinweis. Wo seid ihr? Seid ihr noch an Bord? Ja, wir sind ganz oben, da wo wir die Bombe einsetzen sollten. Alles klar, ich guck mal. Balboa 2267, ich denke mal, das wird unser nächstes Ziel dann sein. Würde ich auch klingt sagen. So, also hochkommen raus, glaube ich auch nicht mehr, weil... Doch, aber runterspringen. Achso, das weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Doch, ich denke schon. Ja, kann man aber, ja doch. Also ich bin schon einmal gesprungen, aber ich mache nochmal. Oh, fuck! Macht überhaupt nichts. Also sagt er, wir haben alles? Ich würde sagen, wir haben alles von hier, ja. Bestimmt kann man hier irgendwo graben. Das wäre schön, wenn man die Schaufel einsetzen kann. Hey, moin! Ich seh dich, wer ist denn da? Ich. Budo. Nice. Moinsen! Moin, moin! Also wir haben eine Blaupause bekommen. Komplett aus dem Was schon gelootet, ne? Ein Lenkrad und für einen Motor. Und ein Rezept für ein Pilzomelett. Dafür braucht man aber auch Eier, um sich jetzt ein blöd Eier zu besorgen. Ja, und diese scheiß Pilz brauchen wir auch, ne? Pilz haben wir auch noch nicht, stimmt. Außerhalb ist noch Stott und so. Ja, auf aber der linken Seite. Also ich hab mal zurück und mal trinken. Ich hab noch nicht alles trinken, gut, aber ich hab was zu essen mitgebracht für euch, ne? Eigentlich so eine Suppe, so eine. Doch, trinken. Ich hab so wenig trinken, dass ich nicht mehr rennen kann. Der Hai ist am Schiff und hat da auch schon mal draus gebissen. Ich hab ja, das einmal passiert. Auf jeden Fall, aber... Ich dachte, der greift dich an, wenn wir nicht da sind, vielleicht. Doch, also. Der greift die ganze Zeit an. Der Wichser. Der wird sich doch wünschen, dass er da nicht angeht. Ich bin unterwegs. Schwimm, du Bastard. Ja, ich habe auch keine Flossen mehr. Oh, Messi. Ha, hat er mich verfehlt. Lappen. Ah, hier ist auch gar nichts mehr am Zeug. Ah, ich habe auch direkt Grill befeuert und alles. Läuft Alter, wirklich alles aus. Junge! Ja, habe ich gar nicht. Ach, du kannst die Rezepte da dran packen. Jo, hast du nicht, das war doch der Witz, das hab ich doch am Anfang schon gesagt. Aber echt, Junge? Das hab ich tatsächlich nicht gesehen. Ich wusste, ja, das hatte ich schon ganz früh gesagt. Ich wusste ehrlich gesagt nie, warum du so geil auf diese Kochstation bist. Ja, ist geil, ne? Wenn das da dran ist. Dann ist die Frage, kann man diese... Aber wir können halt nichts davon machen, also außer der Gemüsesuppe, weil uns immer irgendwas fehlt. Eier, Milch, Pilze. Aber die Blaupause kann man nicht an den Forschungstisch packen. Forschungstisch? Der Floschungstisch. Aber wir können das Lenkrad und den Motor lernen. Steering Wheel. Ja, wie funktioniert denn der Forschungstisch jetzt? Muss ich irgendein Item oben reinlegen und researchen? Normalerweise tust du das Item rein, was noch fehlt. Also wenn du jetzt hier rangehst, siehst du ja, was noch fehlt. Es fehlt noch das Biegenglas, es fehlt das explosive Pulver, Schmutz, Honigwabe, Ei, Leder. Damit könnten wir neue Sachen lernen, die wir sehen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn du Sachen reintust, die wir nicht sehen. Dann müssen wir vielleicht auch neue Sachen lernen. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn du jetzt quasi dieses Bienenglas findest, dann würdest du das da reintun und dann lernen wir halt Bienenstock machen. Ich denke eher, wir müssten erstmal lernen, ein Glas zu machen. Aber Glas selber haben wir ja schon. Aber und mit dem Glas können wir dann... Geil ist hier unser Anker, das sieht ja voll cool aus. Moin, Jungs.
Hat jetzt jemand noch hart Hunger oder geht's? Geht. Es geht. Oh, dann ist das selber. Hier sind auch noch zwei Fische auf dem Grill, die fertig sind. Mach es. So, dann mal das da rein. Ich finde es auch wieder Zeit, dass ich nochmal angel. Das da rein, das da rein. Das da rein. Ja, jetzt brauchen wir wieder Seaweed. Jo, auf jeden Fall. Jede Menge sogar, ne? Was kann man jetzt aus der Silberalge machen, weißt du? Weiß er da? Nee, keine Ahnung. Silberalge? Im ja. Forschungstisch reinstecken ging nicht. Ist hier drin. Okay. Hier. In der hinteren Kiste. Alter, ich hab einen alten Schuh geangelt. Wie geil ist das denn? Alter, was? Nice. Vielleicht kann man. Ich hab hier drei Bolzen, die tue ich hier rein. Doch mal Silberalge, oder? Oh ne, ich hab die gar nicht reingetan, glaube ich. Ey, das war ich. Snipe ich weg! Oh, schade. Oh, doch, weggesniped, Alter. Ich hab einen Schuh geangelt. Ich freue mich. Also, ich hab erstmal das hier gebaut. Das kommt nach oben. Küchentisch. Switch Table ist hier. Nee, geht nicht. Hä? Ich habe hier ein Lenkrad. Aber. Was ist denn hier? Was geht denn hier ins Wasser dann rein? Ah, okay, wir haben jetzt so eine Flosse quasi. Von dem Lenkrad. Das Lenkrad steht oben. Kannst du dir mal angucken, Bruder. Geile Flosse, Digga. Oh, geil. Ja. Oh, Alter, Lenkrad, Mann. Das ist ja nice. Dreht sich das Segel, wenn ich hier drehe? Nee, eben nicht. Aber wenn du unter... Alter, nice. Folg mal dieses Rohr. Dann siehst du unter Wasser einen Dings. Ah. Warte, ich geh kurz mal ins Wasser. Jo, alles klar. Das ist mega. Das ist mega. Brauchen wir noch einen Raketenantrieb oder so? Alter, ist der Schuh. Mega. Lackschuh, Digga. Ich hab eine Kartoffel reingepflanzt. Alter, braucht der Fisch das Wasser. Nice. Jo, ich gieß mal den Schuh. Yeah, baby. Den Schuh. Geil, oder? Okay, hier ist nichts unter Wasser, oder? Es macht hier keinen Sinn, hier reinzugehen noch und... Ich glaube nicht, ne? Okay, dann müssen wir echt mal langsam wieder eine Insel ansteuern. Ja, ich bin auch für eine Insel, hab auch Bock auf Insel. Das ist ein bisschen wie Urlaub. Weil wir sonst auch nicht weiterkommen. Dann Anker los. Ja, einer kann ans Lenkrad, wa? Ja, und ich stelle mal den neuen Kurs ein. Was, wenn jetzt einer unten am Segel steht und komisch lenkt und einer oben entgegen? Keine Ahnung. Stürzt das Spiel ab. Ja. Dann explodiert das. Los. Das Schiff. Ja. Ich dachte, dann fangen wir an zu fliegen oder so. Das wäre auch geil. Mich nervt es ein bisschen, dass wir nur eine Sache kochen können, ne? Weil zur Zeit. Ja, das ist so sinnlos, wir sind auf hoher See und unser einziges Essen besteht aus rote Beete und Kartoffeln. Also das einzige gute Essen, hochwertig Essen. Wir haben auch sehr viel Fleisch, das wir kochen können. Das stimmt, ja, theoretisch. Ich guck mal, wie viel so ein Rattenfleisch gibt. Okay, 2 Kilometer in die Richtung, in die Sascha guckt. Perfekt, also zur Sonne quasi. Ja. Wobei die Fische sind ja auch nicht schlecht vom Grill. Die machen ja, ja das stimmt auch. Vor allem, wenn es so fette Fische sind, aber ich am Moment eigentlich nur kleine irgendwie. Ist der Anker oben? Große Haie, kleine Fische. Ja, wahrer Scheiße. Wieso? Ist doch gut, oder? Ja, nee, wir sind nicht gefahren, deswegen habe ich mich gefragt. Achso. Soll ich ein bisschen paddeln, oder? Wir haben nicht überall Netze, ja, ne? Ist vielleicht als Start. Warte, ich habe angel noch einen Fisch, dann gehe ich paddeln. Was meinst du, Bruder? Netze müssen wir auch noch machen. Ach stimmt, ist noch nicht fertig, ja. Oh, der Hai sieht angriffslustig aus. Ah, ist weggegangen. Okay. Ich paddel ein bisschen, ich habe mich auch einen Paddel gefunden neben. Paddel mal los, Digi. Tut sich was, ja, ne? Ja. Der Außenborder hier. Du hast gesagt, du bist... Okay. Da. Ja, wir können gerade echt nicht wirklich was bauen, solange wir nicht mehr Seaweed haben. Ach ja, Seaweed. Segel können wir bauen. Ja, nichts Sinnvolles. Ist das der Hai? Ja. Ja, absolut. Ne?
vielleicht wollt ihr nur mal Hi sagen. Ja, es war schlecht. Komiker ist am Start, ey. Jo. Soll ja auch nicht langweilig werden an Bord. Ich brauche eine richtige Angel. Ich brauche mal eine richtige Angel. Wer will gegrilltes Rattenfleisch? Gibt's noch ein... Gibt's noch ein Top, eine Kiste für Testen fertiges aus, Essen? Oder? Ich bin gerade am Kochen. Achso, warte ich erst da? Ja, schon. Macht schon einen kleinen Schub. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Sehr gut. Ich wette, es gibt bessere Sachen. Also Gerichte damit, aber. Mit Sicherheit. Aber kommt mir echt nicht so gut weg, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich habe ein bisschen gepaddelt, aber nur als Start. So. Ja. Vielleicht wegen dem Segel? Ich weiß nicht. In welche Richtung müssen wir denn? Also wie das Segel steht. Ich habe das ja richtig hingestellt. Ja, dann kommt geht das schon. Brauche ich noch Bolzen und Rope. Bolzen mal nach hier noch, oder? Wer hat die Bolzen entfernt? Ich, was willst du damit machen? Ich will eine Angel bauen. Meine Angel. Kackbolzen. Ich brauche nur einen Bolzen, mehr ist nicht. Danke. Brauche ich noch Roppe? Roppe muss ich mir bauen. Hinter dir. Hinter mir? Danke. Da muss die Angel hin. Voll. Thanks. Willst du restliche Seite zurückhaben? Ja, gib mal wieder, was du nicht genutzt hast. Ja. Dann gehe ich jetzt mit meiner neuen Angel. Fischerangel. Was ist mit den Bolzen? Hast du da alle benutzt? Ach nee, ach shit, ich hab gleich wieder das mir einen hingelegt. Sorry, warte. Snap dich weg. Löwe, hast du? Okay. Sollte ich. Hä? Ach, scheiß drauf, Digga. Der Wind ist auch, glaube ich, aus der anderen Richtung, oder? Nee. Ich habe ja hier ein Fähnchen aufgestellt, da kann man ja immer gucken, wie der Wind kommt. Ein Fähnchen. Fähnchen. Ja, stimmt, das ist aus der anderen Richtung der Wind. Steht der aber bisher haben wir da nie drauf geachtet, nee, das hat nicht immer funktioniert. Stimmt. Ja, hi, beiß mal an. Ah, guck mal, was jetzt passiert hier. Hast du das gemacht? Gedreht oben, oder? Ich habe das Lenkrad benutzt. Perfekt. Stand wahrscheinlich einfach kacke. Boah, krass, wie die Angel jetzt zur Seite geht. Was passiert hier? Er macht jetzt ein Lenkrad. Dann fühlt sich voll weird an. Ja, bei mir auch. Ich lenke die ganze Zeit rechts, links. Und dann hör auf damit, das aber eklig. Ja. Mir wird schlecht. Also echt ein paar Meter schnell gemacht dadurch. Wie geil das Angeln ist, ey. Wait, es dreht sich weiter nach links, oder? Ja. Ich kotz gleich. Hey, der Hai. Alter, ist das weird. Ja, dem Hai ist auch schon schlecht hier, mal auf. Jetzt wieder gerade? Jetzt ruhig gerade, ja. Jetzt stehen wir scheiße. Shit. So ungeduldig. Beim Angeln muss man geduldig sein. Ich kann doch. Also, das beste Zeichen dafür, dass wir nicht, vorankommen, hier kommt kein Loot. Der ist da hinten. Warum ist der Loot da hinten? Na, stimmt. Ohne Loot ist fast nicht möglich, irgendwas zu reißen. Ja. Vielleicht weil wir in die Richtung müssen. Kannst du gerne oben nochmal auf das Ding gucken? Ah, ich hab das. Ich muss noch da hinten. Der grüne Punkt ist der, wo wir hin müssen. Nee, der so ein Viereck drum hat. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der grüne Punkt ist. Ich hab auch gerade Leute. Gleich wieder da. Wobei da leuchtet es auch grün, ne? Dann sollten wir vielleicht zum grünen Punkt. Wäre nicht schlecht, ja. Okay, dann habe ich falsch geguckt. Ich dachte, weil letztes Mal sind wir zu dem Punkt, der dieses Zeichen drum hatte. Ha! Hab mich hier hingechillt auf den Stuhl. Ah, echt schön. Ihr macht das schon. SCG. Bodo, hier. Ja, da. Vielen Dank. Ich brauche langsam Loot, ich brauche Planken, um Fleisch zu machen. Ja, nicht nur das, nicht nur das. Aber jetzt kommen wir dem Loot näher, da kommt er. Jetzt kommen wir auch ein bisschen voran. Ja. Da kommt der Hai.
Gott, bin ich langsam ohne Flossen. Gar nicht mehr gewohnt. Ich häng mal das Gemüse- und Suppenrezept ab, das kennen wir ja jetzt. Ach guck mal, man kann diese Silberalge verbauen in dem Shark Dinner. Dann haben wir zweimal Hai, einmal Pilze. Das ist doch kacke, ey. Ich schmeiß das Gemüsesuppenrezept weg, ne? Das können wir ja auch so. Ja, wenn die Frage ist, ob es funktioniert. Hab ich mir auch gerade gedacht, ich gehe wieder zurück. Ah, der Gedanke kam zum Glück noch früh genug. Es ist schon recht, das wäre ein bisschen kacke, wenn man da nicht mehr machen kann, das einzige Essen, was gut ist. Alter, weg vom Schuh! Alter. Ist das nicht ein schöner Sonnenaufgang? Mega. Moiga. Und wir haben wieder Loot hier, Jungs. Sehr nice. Nur eure Haken auswerfen, glaube ich. Wenn ich nicht in der Nähe bin. Ich wollte aber bis er in den letzten ist. Sind immer noch, hier sind ja immer noch Löcher. Ja, ich brauche ja auch einen Planken dafür und Zeug. Echt gerechnet, direkt vor die Presse des Heiß gefallen. So. Oh, ich auch. Alles vorbeigegangen. Spasti-Hai. Der Spasti-Hai. Bruder hat Spaß. Also eine Insel wäre wirklich nice jetzt. So eine fette Insel, Mann. Eine Insel mit richtig fetten Loot. Also richtig fetten. Hey! Alter Sascha! Also der grüne Punkt sind nur noch 700 Meter. Ah, jetzt häng ich hier fest. Der Sascha, ey. Oh, sorry, nächstes Bein. Ich hoffe. Spaß. Spaß. Warte, warte, ich setz mich hier hin. Guck, ich mach. Wenn das nur so fordert, habe ich viel mehr Bretter. Jetzt kannst du den nächsten haben. Oder? Spawn viel mehr Bretter. Mhm. Fisch wird hier produziert, Jungs. Unglaublich. Provoziert. Provoziert, ja. Provoziert und produziert. Oh, voll. Yo, Digi. Was geht, Leute? Ganze Holz. Nom, 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 nom. Nom, nom. Shit. Das ist interessant. Sammel die Items immer von unten ein. Ah, oh, danke, der hat mir geholfen, dass ich aufs Boot komme. Ich? Ich nicht. Ich auch nicht. Was? Was? Wie bitte? Hab gesagt, der Hai hat mir geholfen, dass ich aufs Boot gekommen bin. Ah, chillig. Weil er hat mich gebissen, genau in dem Moment, wo ich gesprungen bin. Ich hab verstanden, wer hat mir geholfen, aufs Boot zu kommen. Ach so. Nee, nee, war der Hai. 520 Meter bis zum grünen Punkt. Dann werden wir schon sehen, ob das richtig war, zum grünen Punkt zu fahren.
Werden wir sehen, ja. Wenn nicht, dann bist du schuld. Meine Möwe erstochen. Sehr gut. Oh, solange ich jetzt hier die Ernte im Wasser... Also ein Fangnetz wäre jetzt nicht schlecht. Er kommt. Ja, hol ihn. Ach, da ist er. Ja, bei mir. Alter, ohne Flossen ist man ja mega langsam, ne? Alter, das ist jetzt aber uns auch schon erst öfteren mitgeteilt. Ich habe verstanden, dass ich dir neue Flossen bauen soll, aber das geht nicht ohne Stupid. Er wollte nur sagen, dass man nicht sondern nicht schnell ist. Ohne Flossen. Ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm und ich denke schon die ganze Zeit, was ist das denn da hinten, Alter? Was ist es? Ein Fleck auf dem Bildschirm. Achso. Wenn ich irgendeine Truhe gab, wo die ganzen Federn drin waren? Ja, die suche ich auch gerade. Da. Ich hab's. Ist hier vorne die? Okay. Da haben mich auch gerade ein paar Federn eingesammelt. Und ich habe ein paar Blanken. Ah, Seil. Schmilzt das auch mal hier das Zeug in der Schmelze oder braucht das 8000? Ich bestück das die ganze Zeit neu, sobald es fertig ist. Ach so, ich denke die ganze Zeit, Alter, wie viel Platten braucht das Ding? 20, 30 Kupferbarren jetzt okay. Gemacht in der Zeit. Dann hat sich das doch gelohnt. Ich wollte schon sagen, Alter. Ne, der Kupfer geht doch tatsächlich recht schnell. Der Kupfer. Der Kupfer. Der Kupfer geht schnell. Ja, der Kupfer geht so schnell wie die Folge, denn sie ist vorbei. Wir sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.